Und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodom, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Whispered World. Live auf Twitch. Ja, kurz mal reingehört. Okay, das klingt gut. Ich bin zu hören. Der Sound ist auch zu hören. Ja, hier im praktischen 4:3 Format hat sich bewährt, das Format. Ja, wir haben hier den Mauszeiger. Der sieht hier so speziell aus. Ja, Optionen. Das ist ein etwas älteres Spiel, soweit ich weiß. Und das war noch in der Form, in dem Format. Und es hat halt rechts und links hier ein bisschen. Wenn ihr mit dem Mauszeiger seht, da kommen wir auch nicht lang. Das ist auch das Ende des Bildschirms, das halt hier Spiel spielt, hier in dem fast quadratischen Format. Ja, müssen wir irgendwie mit damit zurechtkommen. Aber es war trotzdem super. Allein der Soundtrack, ihr hört ihn ja gerade, allein der Soundtrack ist schon awesome. Trink gerade noch einen Schluck, dann können wir offiziell das Let's Play starten. Oben steht eine kleine Deutschlandflagge. Das sind die Spracheinstellungen, die wir gemacht haben. Ja, ich freue mich schon drauf. The Whispered World, ein weiteres Daedalic Game. Ein weiteres Meisterwerk aus dem Hause Daedalic. Wir spielen The Whispered World. Nachdem ich schon etliches von Daedalic gespielt habe, Edna bricht aus, habe ich neue Augen, Deponia, Chaos of Deponia, Goodbye Deponia. Jetzt startet, ich glaube morgen startet auf meinem YouTube-Kanal sogar das Let's Play Deponia Doomsday. The Night of the Rabbit haben wir gespielt, ich habe schon so einiges gespielt. Von Teil 2, The Whispered World 2, habe ich schon mal ein Let's Test gemacht, selbst das haben wir schon mal angespielt. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir The Whispered World spielen. Auch ein ganz großartiges Fantasy-Game, kann man durchaus Fantasy nennen. Es hat seinen eigenen, so, ja, sehr Fantasy-artigen Stil. Lasst euch einfach überraschen, falls ihr das noch nicht kennt. Wir starten ein neues Spiel und beginnen. Let's play The Whispered World. Auf geht's. The Whispered World. Live mit Zwergenfürst auf Twitch. Später noch auf YouTube. In einzelnen Parts aufgeteilt. Auf geht's. Daedalic Entertainment. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören. Aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Hoffentlich nicht. Ich weiß. Du hast gerne lustige Geschichten, mit fröhlichen Menschen und einem Happy End. Aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was? Das glaube ich ja kaum. The Whispered World. Die geflüsterte Welt. Also die Welt, die man sich flüstert. Carsten Fichtelmann, ja, der ist ein bekannter, Jan Müller und Michaelis, bekannte Leute von Daedalic, wie schon bei Edna bricht aus und Co. zur Hand waren. Ah.
Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Möchtest du das Tutorial spielen? Warum nicht? Wir sind neu in dem Spiel, wir haben noch kein ähnliches Game gespielt. Naja, gut, letztendlich sind es alles Point-and-Click-Adventures. Was heißt alles? Also Dead Lake Entertainment kann auch andere Games, aber letztendlich ist es ein weiteres Point-and-Click-Adventure aus der Point-and-Click-Adventure-Reihe von Dead Lake. Und na, aber gut, das ist hier vielleicht ein bisschen. Ich meine, die ersten zwei, drei Parts habe ich bei Gronkh schon gesehen. Ich habe nicht weit geguckt, aber den Anfang kenne ich schon. Der Rest ist blind bei mir auch in diesem Let's Play. Also, wie spielt man das Tutorial? Also, soweit ich das in Erinnerung habe, ist die Steuerung auch hier ein klein wenig anders. Steuere Sedgwick, indem du mit der linken Maustaste kurz an die Stelle klickst, zu der sich Sedgwick bewegen soll. Interaktive Gegenstände oder Charaktere erkennst du daran, dass der Mauszeiger zu leuchten beginnt, wenn du ihn über den Gegenstand bewegst. Du kannst mit einem Gegenstand oder einer Person interagieren, indem du mit der Maus darauf zeigst und die linke Taste gedrückt hältst. Nach etwa einer Sekunde öffnet sich ein Pergamentmenü. Ja, die Art und Weise ist uns bekannt. Was führen Adventures? Durch einen Klick auf das Augensymbol kannst du dir ein Objekt ansehen. Mit dem Handsymbol kannst du es aufnehmen oder benutzen und mit dem Sprechblasensymbol ansprechen. Ja, wie in ähnlichen Adventures wie Deponia oder Edna bricht aus. Aufgabe, öffne die Schublade und schau dir an, was darin liegt. Eine Schublade, da war eine. Sehr schön. Ja, das ist unser Inventar. Okay, ja, die Schublade müssen wir so öffnen. Augensymbol habe ich jetzt hier nicht geöffnet. Öffne die Schublade und... Ah, okay. Okay, das Augensymbol. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Genau so funktioniert's. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Oh. Okay, schauen wir mal hinein. Da ist Ben, hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Du kannst dir sämtliche interaktiven Gegenstände und Charaktere anzeigen lassen, indem du die Leertaste drückst. Aufgabe, drücke die Leertaste. Hui. Sämtliche aufgesammelte Gegenstände befinden sich im Inventar, das du mit der rechten Maustaste oder dem Mausrad öffnen kannst. Öffne das Inventar. Ja, das ist ja bisher alles. Ja, okay, es ist endlich. Aufgabe, schau dir den Zettel im Inventar an. Ja, eigentlich, boah, das können wir die Tutorials geben, das ist ben bisher. Ich habe heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Bisher alles nicht so. Öffne die Tür und geh nach draußen. Bisher alles nicht so schlimm. Kann ich es mir nochmal angucken? Ja, und dann wieder kombiniere alles mit allem, man kennt's. Immer 5 Uhr aufstehen, oh Mann, so früh muss der Arme aufstehen. 5.30 Uhr Probebeginn bei Sonnenaufgang. 7 Uhr muss Spot füttern, 7.30 Uhr Publikum suchen. Das muss man als suchen, okay. 10 Uhr Kanonenrohrtrick proben, okay. 12.15 Uhr Bruno waschen, wer auch immer Bruno ist, wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden. Wird auf jeden Fall keine erfreuliche Arbeit sein, so wie ich das kenne. 16.30 Uhr. Und dann entweder dauert das Bruno waschen ziemlich lang und wir haben dazwischen eine kleine Pause. 16.30 Uhr Wohnwagen aufräumen.
19 Uhr Rübs Alphabet proben und 21.30 Uhr schlafen gehen. Ja, okay. Gehen wir ein Papier fetzen. Dann können wir uns noch angucken. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Tja. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Eine lebende Kanonenkugel ist da also der Stat-Trick. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Achso, ja. Ein Pfropfen. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Tja, eine Bombe. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Tja. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Oh, Schreck. Ich glaube, der Kleine hat ein bisschen... ein ziemlich schlechtes Leben hier im Zirkus. Dem geht's nicht so ganz gut, denke ich mir. Bärenkopf. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Tja, wo er recht hat. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Naja, ist ziemlich platt. Ich würde sagen, tot genug ist er. Aha! Ein Schlüssel. Den nehmen wir doch an uns. Schon das erste. Ganz schön knapp. Schon das erste Versteck gefunden. Ich hätte dabei draufgehen können. Okay, das hatten wir schon. Oder schläft. Man kann sich... Wenn wir aufmerksam alles anschauen, dann finden wir Sachen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen... Ja, okay, das solltest du. Das hatten wir bereits. Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Okay. Hallo? Bist du wirklich... Oder schläfst... Man kann... Okay, ein Herd hat an seinem Wohnwagen. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Kann man da überhaupt noch Feuer machen? Um ein Feuer zu machen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Oh je. Das ist ja völlig nutzlos. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Wir müssen eine Klinke finden. Okay, hier haben wir noch ein Loch. Oh, hier haben wir noch Bärenkralle. Sehr schön. Kann man mitnehmen. Wenn mein Loch, können wir es auch mitnehmen. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Go, Rufus Gummiarm. So ungefähr. Okay, das mit dem Klicken muss hier noch ein bisschen... Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Da bin ich raus. Tut mir Wenn leid. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen, dann könnte... Ja, okay, das hatten wir. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Tja. Man meckert immer das, was man hat. Ich komme nicht ran. So oder so. Ein Pech. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Och, dieser Arme. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Ui.
Eine Mütze. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweichend. Das ist sehr... Ja, das hatten wir. Eine Kerze, die können wir angucken. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Kleine Flamme der Hoffnung. Pessimistischer Clown. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Kleiner pessimistischer Clown. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Okay, Schubladen, das hatten wir schon. Dann können wir noch hinaus. Oder die Tür anschauen. Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Oh, süße Illusion. Hallo? Falls sich da jemand hinter der Tür versteckt, ich habe einen Vorschlag. Du springst nicht plötzlich aus dem Versteck und ich werde nicht so tun, als hätte ich keine Angst vor dir. Abgemacht? Gut, wir haben einen Deal. Ach ja. Gehen wir also hinaus. Komm sofort her. Es ist schon hellichter Tag. Eins haben wir vergessen. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Müssen wir wohl später nachholen. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Cedric. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Gib Spot was zu trinken. Können wir das Tutorial beenden? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, na dann. Na halt nicht. Geh nochmal hier rein. Wir haben hier nämlich noch Entwicklerkommentare. Eine Special Edition, die ich hier habe. Das Entwicklerkommentare. Von den beiden Typen. Von der eine ist Poki und der andere wird es vielleicht irgendwann mal vorstellen. Herzlich willkommen zu den Entwicklerkommentaren von Whispered World. Mein Name ist Marco Höhlen und neben mir steht der Poki. Hallo, ich bin Poki. Ihr kennt mich aus Entwicklerkommentaren zu... Keine Ahnung. Das Leben des... Gutfried. Ach nee, das ist eine Wurstfirma. Ich habe keine Ahnung. Erzähl du doch zuerst einmal. Genau. Ich habe Texte geschrieben bei dem Spiel. Und du? Ich habe so Bildchen gemalt. Sehr schön. Ja, und plötzlich war das Spiel fertig. Leider heute nicht mit hier. Hinter dem Mikro ist Bade, also unser Sebastian Schmidt, der sich gedrückt hat, aber tatsächlich auch einen großen Teil der Produktion von The Whisper World mitgehostet hat. Also er ist quasi der dritte Pfeiler im Story- und Rätselteam. Also ein Teil der Rätsel und der Story kommen von Marco, eigentlich der wichtigste Teil, weil er ja derjenige ist, der sich die Whispered World erdacht hat und sich den Charakter Cedric ausgedacht hat und schon sehr viel gezeichnet hatte, als wir ihn dann hier mit seinem Projekt zu Dedelic geholt haben. Und genau, ich kam dazu und wir haben gesagt so, ja, Spiel war gerade auf dem Stand, wo es, glaube ich, künstlich durch eine andere Firma versucht wurde, wieder ein bisschen kleiner zu machen und es wäre recht klein geworden und wir wollten eigentlich wieder Markus' komplette Vision auspacken und haben dann festgestellt, dass noch gar kein so richtiger runder Storybogen in der Mitte eigentlich fehlte, weil du hattest ja die dramaturgische Klammer und du hattest den gesamten Anfang und schon einige Ideen, aber eigentlich fehlte noch ein großer Teil. Genau, und dann bin ich dazugekommen und habe versucht,
weil ich ja möglichst wenig Einfluss auf Markus Vision nehmen wollte. Ja, halt irgendwie erstmal zu interpretieren, wo du überhaupt hin wolltest. So war es. Und bin dann immer zu Marco gekommen und habe ihm gesagt so, ach, das hast du ja bestimmt so und so und so gedacht. Und Marco sagt dann immer, nee, das stimmt nicht. Und je öfter das passiert ist, desto frustrierter bin ich geworden, bis hin zur Weisheit, weil ich immer dachte so, nee, jetzt habe ich es aber. Jetzt weiß ich aber, worauf Marco eigentlich hinaus wollte. Bis wir nachher so eine Pufferzone zwischen uns brauchten. Das war dann Bade, der dann halt den dritten Teil des Game Designs und der Geschichte beigesteuert hat. Ja, und zu dritt haben wir es dann tatsächlich auch hinbekommen, das ganze Spiel zu schreiben und durchzukonzipieren, ohne uns die Kehle aufzuschneiden. Aber es war teilweise nah dran. Ja. Genau, wir waren auf jeden Fall ein Dreier gespannt. Schade, dass er eigentlich jetzt gar nicht hier ist. Hat sich gedrückt. Genau. So ungefähr. Und genau, bei allen Rätseln, die in seinem Spielteil, die er halt alleine gemacht hat, da können wir jetzt über ihn lästern. Ja. Und sagen, hier, ich weiß, dass dieses Labyrinth im dritten Kapitel zum Beispiel, also mit den sich drehenden Räumen und so weiter, da können wir richtig auspacken und über ihn lästern dann. Das Gesicht von ihm, ja. Genau. Das haben wir da auch noch mit reingemacht. Genau. Gut, der erste Raum sollte erstmal ein bisschen gemütlich wirken, sollte Miyazaki oder wie auch immer er heißt, Ghibli-Studio-Filme ein bisschen erinnern. Ich hatte kurz vorher auch nochmal Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Hat uns sehr beeinflusst dafür. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr unten links M plus O. Marco, das bin ich. Olga heißt meine Frau. Und solche kleinen Easter Eggs werdet ihr auf jeden Fall öfter nochmal finden. Irre, das wusste ich gar nicht, Marco. Das ist mir nie aufgefallen. Siehst du, deshalb sag ich dir das jetzt auch. Ich habe den ersten Raum hauptsächlich deswegen so unglaublich gut in Erinnerung, weil da so viele Details waren. Wir haben uns entschieden, aus fast allem einen Hotspot zu machen. Und weil wir Sedgwick ja noch nicht kannten, ich musste ihn auch beim Schreiben der Texte nachher auch erstmal kennenlernen, weil es stand zwar schon fest, wie er aussieht und was sein Problem mit der Welt ist und so weiter, aber noch nicht, wie er sich gibt und dieses ganze charakteristische Rumnörgeln an der Welt und so weiter, das war noch alles gar nicht etabliert. Und deswegen habe ich hier auch geübt für Sedgwick und ganz viele kleine persönliche Details in allen Objekten und so weiter beim Text verstecken können. Was natürlich nur ging, weil der Raum auch so schön detailreich ist. Und ja, später haben wir das natürlich nicht mehr gemacht, dass Sedgwick sich alles angucken wollte, weil der Spieler soll ja auch eine gewisse Geschwindigkeit beim Spielen haben. Aber hier am Anfang dachten wir, bremsen wir ihn nochmal ein bisschen aus und lassen ihn sich alles angucken. Und deswegen gibt es kleine Anekdötchen zu jedem einzelnen Hut und Wäschestück, was da oben von der Decke hängt. Und natürlich auch zu allen anderen Objekten im Raum. Und tatsächlich hatte mir irgendwann Bade mal gesagt, dass etwa ein Drittel des gesamten Textes von The Whispered World auf die ersten drei Räume fallen. Das ist natürlich irre, ja. Aber da habe ich mich auch ausgetobt. Ja, hast auch sehr gut gemacht. Also, Pucki ist immer ein bisschen zurückhaltend irgendwie. Natürlich hat er Sedgwick auch entwickelt. Die Geschichte habe ich ein bisschen dazu geliefert, aber überhaupt der Charakter, wie er jetzt ist, das kommt natürlich von Pucki. Ja, du willst ja nur die Schuld geben. Okay, cut. Und er hat es wunderbar gemacht. Okay, ja, solche Sachen, ich werde mir Audiokommentare hier öfters anhören. Wie wir aus Endabricht auswissen, da hatten wir auch schon Audiokommentare, sollten wir uns die Audiokommentare erst nachdem wir einen Raum angeschaut haben, anhören, weil der liebe Poki zum Beispiel, so kennen wir es aus Endabricht aus, der spoilert immer ganz gerne. Der erzählt immer, es sind immer so ein bisschen Erzählungen hinter die Kulissen, was so ein bisschen, was sich bei dem Detail gedacht wurde. Und der liebe Poki, das ist halt, ja. Also du sollst, wenn du dir sicher bist, dass du mit einem Raum fertig bist, dann kannst du dir mal die Audiokommentare anhören. Das ist gut für mich, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass das, also ich hoffe nicht jeder, das war jetzt der einleitende Audiokommentar. Nicht jeder wird so lang sein, hoffentlich.
Aber du weißt zumindest, dass ich ab und zu so mal ein bisschen ist weniger Arbeit für mich, dann ist das halt, muss ich als Player nicht so viel reden, dann kann man auch ab und zu mal das Reden denen überlassen. Das ist auch mal, kann ich auch mal für ein paar Minuten, für ein, zwei Minütchen zurücklehnen und ein bisschen, ja, eine Pause machen. Jetzt geht's ja erstmal raus.